Ich habe wirklich geglaubt, dass sich zwischen uns etwas verändert hat. Es geht mich ja nichts an. Aber ich muss schon sagen, du legst ein ganz schönes Tempo vor. Vor ein paar Tagen erzählst du mir noch, dass du mehr für mich empfindest als nur Freundschaft und jetzt... Sag mal, kann es sein, dass du eifersüchtig bist? Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Ja. Was passiert denn jetzt mit dir? Es wurde eine... Eine Obduktion wurde angesetzt. So ein Blödsinn. Ich bin noch nicht eifersüchtig. Klang aber so. Dann hast du da was falsch verstanden. Wie war es denn dann gemeint? Dir gefällt es nicht, wenn ich mit einer anderen Frau zusammen bin. Warum? Wenn du sowieso nichts für mich empfindest. Jetzt bildest du dir aber zu viel ein. Was bildet er sich ein? Was ist? Nichts? Wir wollten nur gerade... Lars behauptet, es wird ein Junge, aber ich halte das für totalen Quatsch. Ja, wieso? Man sieht das doch ganz deutlich. Da ist überhaupt nichts zu erkennen. Ja, sag ich doch. Und du liegst da völlig falsch. Komm, wir gehen. Tschüss und grüß deine neue Freundin von mir. Obduktion? Wieso wird sie denn obduziert? Gibt es irgendwelche Zweifel an dem Selbstmord? Das habe ich nicht gesagt, aber alle nicht natürlichen Todesfälle landen hier. So, und jetzt muss ich Sie wirklich bitten. Ja, Moment, und danach? Wird sie beerdigt oder? Das ist nicht meine Aufgabe. Hören Sie, ich bin schon im Verzug. Wir versinken hier in Arbeit. Also ich bitte Sie, Ihre Kunden können doch wirklich warten, oder? Auch nicht unbegrenzt. Bitte. Na, schön. Ich glaube, ich habe ohnehin genug gesehen. Auf Wiedersehen und herzliches Beileid. Vielen Dank. Ich dachte schon, der geht nie. Sie waren wach? Ja, schon eine ganze Weile. Das war ganz schön knapp. Jetzt hätte ich gerne meine Klamotten. So, für euch einmal die Cola und einen Milchkaffee. Dankeschön. Und deine ehrliche Meinung? Nicht mein Fall, zu vulgär. Ist ja auch nicht für dich, sondern für Andi. Dann passt's. Der Mann hat eben Geschmack. So werde ich ihn auf jeden Fall rumkriegen. Ja, das hoffe ich für dich. Sonst kannst du dir einen Platz unter der Brücke suchen. Keine Sorge. Das da hat bald ein Ende. Oh, wie ihr sie mal angrapscht. Gib mir noch eine Woche, dann darfst du sie trösten. Hi. Hey, da ist Olivia. Sollen wir zu ihr? Und zu deinem Ex-Freund? Nee, danke. Was hängt die eigentlich dauernd mit dem rum? Sie ist verknallt in ihn. Tja, dann macht Geld wohl doch irgendwie sexy. Hi. Hallo. Nein, zwei? Na, alles klar bei dir. Bei dir auch? Klar. So, auf zur Bikermesse? Ja. Wir kommen sonst rein. Du wolltest doch mit mir auf die Kartbahn. Die Messe ist nur noch heute. Ach, egal. Ich glaube, ich habe Lisa was versprochen. Was hast du denn mit ihm gemacht? Zwischen den beiden soll es krachen, ja? Es sieht für mich überhaupt nicht danach aus. Jetzt warte doch mal ab. Die beiden sind so gut wie geschieden. Bei allem Verständnis, Nathalie, aber was ihr beide euch da einredet, ist gelinde gesagt makaber. Tanja ist zu so etwas fähig. Nathalie, wie soll denn das gehen? Ein Selbstmordversuch, den kann man vortäuschen, aber den eigenen Tod. Tanja hat Hannes entführt und will sich mit ihm absetzen. Und damit wir sie nicht verfolgen, inszeniert sie ihren Tod. Ja, also gut, warten wir auf Hanska. Der wird hoffentlich Klarheit bringen. Und? Ich hab sie gesehen. Es stimmt. Sie ist tot. Dann grüß Jana von mir, okay? Mach ich. Und euch noch viel Spaß, okay? Warte mal ganz kurz.
die Kartbahn heute. Wir fahren doch erst später dahin, oder? Willst du jetzt doch noch auf die Messe? Nein, ich wollte nur mal kurz bei Jana Hallo sagen. Ach so, ja klar, geh nur. Soll ich mitkommen? Zwei sind immer ein bisschen viel. Ja, du hast recht. Okay. Okay, dann hole ich dich später. Willst du nicht langsam mal was unternehmen? Geduld. Liebe dich. Ciao. Siehst du, sie kommt ganz von selbst. Darf ich? Klar. Setz dich. Und? Wie geht's? Super. Und selbst? Ja, könnte nicht besser sein. Das hört man noch gern. Schade, dass du schon los musst. Ja, bis dann. Musst du wirklich schon gehen? Lässt sich leider nicht ändern. Bis dann. Tschüss. Ciao. Er will nachher mit mir essen gehen. So ein richtiges Edelteil. Das hat doch was zu bedeuten, oder? Klingt jedenfalls nicht nach einer reinen Bettgeschichte. Ich bin so aufgeregt. Ich habe mir extra was zum Anziehen gekauft. Und? Ja, also ist das nicht eher was für einen Club oder so? Du meinst, es geht nicht? Also, in einem richtig feinen Restaurant? Und meine anderen Klamotten, da ist auch nichts dabei. Was mache ich denn jetzt? Dich hat's echt erwischt, ha? Hm. Ich hoffe, ich vermasse das nicht. Nicht, dass es wieder Ärger gibt. Ach komm, Anno ist nicht da, ganz sicher nicht. Na gut. Ich könnte jetzt einen Happen vertragen. Das höre ich in letzter Zeit ständig. Ja, ich werde langsam zum Vielfraß. Wer hätte das gedacht? Worauf hast du denn Lust? Saure Gurken mit Schokolade. Nein, Schinkenbrot wäre toll. Haben wir alles dran? Vorhin hatten wir richtig Glück. Stell dir mal vor, wir wären früher reingeplatzt. Es wäre peinlich geworden. Aber ich finde schön, dass er jemanden kennengelernt hat. Freut mich für ihn. Ich hätte was anderes von ihm erwartet. Wieso? Naja, es kam mir ziemlich wahllos vor. Du kennst die Frau doch gar nicht. Ich fand, sie sah ganz nett aus. Ich fand sie unmöglich. Warum? Was hast du gegen sie? Na? Nichts. Sie erinnert mich an jemanden. An meine schlimmste Feindin in der Schule. Grauenhaft. Sowas passiert manchmal. Ich kenne das. Ja, ne? Dagegen kommt man nicht an. Selbstmord. Das passt doch gar nicht zu ihr. Ja, das habe ich auch gedacht, aber sie lag da in diesem kalten Raum. Grauenhafter Anblick. Aber wenn wir uns derart geirrt haben, dann heißt das... Das heißt noch gar nichts. Das heißt nur, dass wir ihr ausnahmsweise mal Unrecht getan haben. Aber offensichtlich hat sie Hannes nicht entführt, also... Halt, Moment! Sprich's nicht aus, ich will's nicht hören. Noch kann alles gut werden, okay? Gut. Sie ist tot. Ja, und wenn es jemand verdient hat, dann sie. Niemand hat es verdient. Und ich habe sie da reingetrieben. Ach, Unsinn, was redest du denn da? Du weißt es doch selbst. Sie trauert um ihr Kind und ich mache sie auch noch fertig. Das verzeih ich mir nie. Von Anstetten? Sehr pünktlich. Naja, Sie wollen ja auch Geld von mir. Haben Sie es dabei? Natürlich. Das war gute Arbeit. Wenn Graf Lahnstein auch nur eine Minute länger geblieben wäre, dann wären Sie gar nicht mehr am Leben. Niemand verdirbt mir meine Pläne ungestraft. Und schon gar nicht, wenn es um das Wohl meines Kindes geht. Können wir die Sache jetzt hinter uns bringen? Gerne. Übrigens, da ist auch meine Einäscherung mit drin. Mit Urnenbestattung und Grabstein. Marmor bitte. Granit finde ich scheußlich. Und die Inschrift? Die
die Inschrift. Wie wär's mit In Gedanken bin ich immer bei euch? Wie Sie wünschen. Ich verlasse mich auf Sie. Sie werden immerhin fürstlich entlohnt. Danke. Versuchen Sie nicht, mich reinzulegen. Sie müssen nicht deutlicher werden. Meine Kühlfächer sind voll mit Leuten, die versucht haben, sich nicht an die Absprachen zu halten. Gut. Es muss absolut echt wirken. Wissen Sie, nach meinem Ableben möchte ich wirklich Ruhe haben. Bis später. Tschüss. Ciao, Lisa. Ciao. Sag mal, Mama. Kannst du mir mein Taschengeld heute schon geben? Woche für Woche die gleiche Frage. Und was ist, wenn ich Nein sage? Bitte. Ich gehe mit Andi auf die Kartbahn. Er hat extra die Motorradmesse abgesagt. Er wäre stinksauer. Und außerdem macht das doch so viel Spaß. Wie es der Zufall will, habe ich gerade Geld abgehoben. Du bist die beste Mutter der Welt. Tja, so einfach geht es. Aber dafür hilfst du mir bei der Wäsche. Klar. Na dann komm. Olivia! Ich mach die Wäsche allein. Was ist denn los? Er hat mich rausgeschmissen. Und er will mich nie wiedersehen. Aber vorhin, ihr wolltet doch essen gehen. Ja. Es war auch alles ganz schön. Und dann zu Hause, dann haben wir uns geküsst. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und dann hat er Schluss gemacht? Ja. Er hat gesagt, dass er meine Gefühle nicht verletzen will. Er liebt mich einfach nicht. Ach, du Arme. Und ich weiß nicht mal, wo ich pennen soll. Das No Limits hat auch eine Pension. Da kriegen wir bestimmt ein Zimmer für dich. Nein, ich kann jetzt nicht alleine sein. Wirklich, bitte. Kann ich nicht ein paar Tage bei dir bleiben? Verdammt! Bist ein bisschen neben der Spur heute. Findest du? Ja. Woran liegt's? Zu viel Sex? Bei mir ist das wohl eher platonisch. In meinem Leben gibt es keine Frau, in meinem Kopf schon. Mal wieder Susanne. Oh, Lars, du bist ein hoffnungsloser Romantiker, weißt du das? Das redest du dir nur ein. Und warum ist Susanne dann eifersüchtig auf Juliane? Ich glaube, Susanne ist jetzt auch verknallt in dich. Ich habe keine Ahnung. Mal benimmt sie sich so, mal so. Ja. Frauen sind eben widersprüchliche Wesen. Ja, du hast ja recht. Vielleicht rede ich mir das wirklich alles ein. Das ist wirklich lieb von dir. Ja, ja. Hey, Lisa. Na? Andi, pass auf. Aus unserem Ausflug wird nichts. Wieso? Was ist denn passiert? Geht's dir nicht gut? Doch. Ist was mit deinem Vater? Nein, es ist nur... Konstantin hat Olivia verlassen. Ja, und was hat das mit uns zu tun? Sie ist jetzt bei mir und ich möchte sie nicht alleine lassen. Sie ist doch kein Baby mehr. Aber ihr geht's wirklich schlecht. Mann, die kennen sie doch erst seit ein paar Wochen. Also echt. Deswegen sage ich extra die Bikermesse ab. Also, wenn es so viel Ärger gibt, dann... Schon okay. Andi, es geht wirklich nicht, sorry. Magst du vielleicht hier vorbeikommen? Um mir das Geheule von dir anzuhören? Nein, danke. Es tut mir wirklich leid. Ja, es hilft mir jetzt auch nicht weiter. Tschüss. Der ist echt sauer, oder? Ach, der soll sich mal nicht so anstellen. Ist doch klar, dass man seinen Freunden hilft. Naja, und trotzdem, jetzt habt ihr auch noch Streit wegen mir. Du kannst doch nichts dafür. Hallo. Hallo. Ich hätte vielleicht vorher anrufen sollen, aber hast du kurz Zeit? Nicht viel, ehrlich gesagt. Es dauert nicht lange. Dann komm rein. Bist du alleine? Lisa ist mit einer Freundin um. Carla ist aber nicht da. Was soll das? Was willst du? Ich will mir einfach nur Gewissheit verschaffen. Susanne, was empfindest du für mich? Nichts.
Du bist für mich ein guter Freund. Wenn das so ist, wieso hast du dann vorhin so reagiert? Das habe ich doch schon gesagt. Du hast da was missverstanden. Glaube ich dir nicht. Susanne! Lass bitte! Ich liebe Carla! Du steigerst dich da in was hinein. Für dich empfinde ich nur Freundschaft. Mehr nicht? Nein. Na gut. Ich glaube dir kein Wort. Du denkst an Hannes, hm? Auf dem Spaziergang, kurz bevor es passiert ist, wir hatten so viel Spaß zusammen. Und dann, ich hab die Bremse eingelegt, wirklich, der Kinderwagen stand fest. Das weiß ich doch inzwischen. Ich versuche mich ständig zu erinnern, ob da vielleicht noch irgendwas war, aber... Hör zu, ich muss noch mal dahin. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das ist doch zwecklos. Hey, Moment. Sag das nie wieder. Hast du gehört? Nie wieder! Ich meine ja nur, die Polizei hat alles abgesucht und wenn die Taucher nichts finden, dann... Dann suchen die eben alle an der falschen Stelle. Was weiß ich, für die ist das irgendeine Art Routinefall. Hannes lebt und ich werde ihn finden. Ja. Nathalie, ich bin Sarah. Ich habe das von Hannes Mutter gehört. Ist das wirklich wahr? Ja. Oh, schrecklich. Vor allem wegen Hannes. Das heißt doch dann, dass er wirklich... Ansgar sperrt sich total gegen den Gedanken. Er ist total verzweifelt. Aber er hat dich, um das durchzustehen. Ich weiß nicht. Ich bin schuld an der ganzen Sache und ich habe das Gefühl, dass er mir das auch innerlich irgendwie vorwirft. Das bildest du dir ein. Ansgar liebt dich. Aber wir sind uns plötzlich so fern. Und wenn Hannes nicht mehr wohlbehalten auftaucht, dann wird das nie wieder zwischen uns, wie es mal war. Das spüre ich. Ich sage nein, nein und nochmals nein. Warum denn nicht? Es wäre doch nur für ein paar Tage. Das Fräulein ist hier nicht willkommen. Du bist doch sonst nicht so. Nur weil Lars und Charlie sie nicht abkönnen, heißt es doch... Ja, auch. Ich traue dem Mädchen nicht über den Weg. Ihr geht es sehr schlecht. Ihr Freund hat sie verlassen. Sie hat keine Wohnung mehr. Da muss man doch helfen. Na, wahrscheinlich hatte Konstantin seine Gründe. Das ist unfair. Mama, jetzt sag doch auch mal was. Hm? Darf Olivia hier ein paar Tage bleiben? Das entscheidet Arno. Eben. Und er will nichts mehr davon hören. Aber... Ah, moralische Unterstützung für dich. Eigentlich nicht. Du bist ja doch gekommen. Hör mal, wegen vorhin, ich hab das nicht so gemeint. Naja, eigentlich schon, weil ich hab mich schon auf die Kartbahn gefreut. Aber wenn's deiner Freundin so schlecht geht... Na, siehst du? Schon gibt es Streit der jungen Dame wegen. Den haben wir gerade beigelegt, oder? Klar. Hoffentlich erlebst du keine Enttäuschung. Ich habe bei dieser Olivia einfach kein gutes Gefühl. Ich kann bestens auf mich aufpassen. Außerdem will ich nicht ständig Schlechtes von ihr hören. Also von mir aus ist das Gespräch beendet. Ich kann dir diese Freundschaft nicht ausreden, aber hier wohnen wird sie nicht. Bitte, Arno. Anni, jetzt hilf mir doch mal. Mach das unter euch aus. Ich warte in deinem Zimmer auf dich. Mich so zu erschrecken. Sorry, ich hab nicht gewusst, dass du... Naja. Schon gut. Das ist mir jetzt echt peinlich. Hätte ja auch abschließen können. Und außerdem, Lisa sieht bestimmt auch nicht viel anders aus als ich. Ich meine, du kriegst jetzt keinen Nervenzusammenbruch, oder? Bestimmt nicht. Also, ich warte mal draußen vor der Tür, bis du dich angezogen hast. Kennst du alle?
Lisa, ich bin wenigstens ebenso stur wie du, also lassen wir das Thema. Aber wo soll sie denn dann hin? Deine sogenannte Freundin weiß sich zu helfen, glaub es mir. Aber... Könnt ihr bitte mal aufhören? Was ist mit dir los? Nichts. Es geht mir nur auf die Nerven. Wir diskutieren doch nur. Ja, seit circa 2 Stunden. Susanne hat recht. Also, bitte, hören wir auf damit. Nur wenn du... Lisa! Ich möchte endlich meine Ruhe, ja? Na toll. Gott sei Dank. Dir geht's nicht so besonders gut, oder? Doch, ich hab nur einen Bärenhunger. Sonst nichts? Sonst nichts. Sonst nichts. Kannst wieder reinkommen. Wirklich, ich beiße nicht. Aber wenn wir hier so zu zweit rumhocken, wie sieht das denn für Lisa aus? Ich denke, deine Freundin vertraut dir. Tut sie auch. Wo ist denn das Problem? Setz dich doch. Dir scheint es ja schon wieder besser zu gehen. Musstest du mich jetzt daran erinnern? Sorry. Hey, hat dir lang gedauert. War aber alles umsonst. Arno bleibt bei seinem Nein, nicht mal für eine Nacht. Oh, Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? In der Pension kriege ich echt eine Vollmeise. Ich kann jetzt nicht alleine sein. Sag mal, bei euch in der WG, da ist auch immer genug Platz. Wo soll denn da bitte noch ein freies Zimmer sein? Ihr habt doch dieses Schlafsofa. Da haben doch schon oft welche drauf übernachtet. Kann Olivia da ein paar Tage pennen? Bitte. So, Schätzchen, auf geht's nach Uruguay. Du wirst sehen, wie schön es da ist. Und wir sind immer zusammen. Und weit und breit kein Herr Papa, der euch trennt. Genau. Eigentlich schade, dass du gehst. Du wirst sehen, mein Verschwinden wird dir sogar helfen. Die Lahnsteins werden sich selbst zerfleischen. Ein verschwundenes Kind ist ein schwerer Schlag. Ja, besonders wenn es Natalie auf dem Gewissen hat. Trotzdem, du siehst mich ungewohnt sentimental. Soll ich dich wirklich niemals wiedersehen? Soll ich dein Geheimnis verraten? Ich höre. Ich komme wieder. Freut mich zu hören. Ich lasse nur erstmal etwas Gras über die Sache wachsen. Aber dann? Wenn die Wunden der Lahnsteins anfangen zu heilen. Werde ich wieder da sein. Und glaub mir, diese Wiederauferstehung wird die Hölle für sie werden. Ich wollte schon längst im Himmel sein. Dann los. Also nichts Neues. 3 Tage. Er lebt nicht mehr, oder? Wie kannst du sowas sagen? Ich will mir einfach nichts mehr vormachen. Du hast ihn also auch aufgegeben, wie alle anderen. Aber ich gebe ihn nicht auf. Ich nicht. Ansgar. Was? Ich weiß, dass Hannes noch lebt. Und ich finde ihn.